Hallo zu einem kurzen statischen Video von Autonotizen. Statisch heißt, das Auto wird nicht gefahren, sondern steht nur hier. Es geht um das Facelift zum Kia Niro. Ich verlinke oben das Video zum Kia e-Niro, den bin ich ja schon gefahren. Die Hybrid-Version, die ich auch schon testen konnte, als sie neu auf den Markt kam im Jahr 2017, hat jetzt wie der Plug-in-Hybrid das Facelift erhalten. Wir sehen hier diese eckigen LED-Lichter hier im Stoßfänger, die sind das äußere Erkennungszeichen. Genauso auch wie am Heck des Autos, das hier nochmal zitiert wird. Aber wesentlich mehr hat sich im Innenraum getan. Und da schauen wir jetzt mal direkt hinein. Aber hallo kann man dann im Innenraum sagen. Hier ist der Niro deutlich moderner geworden. Diese breite Leiste im Armaturenbrett, das spiegelt hier leider gerade alles extrem im Messelicht hier auf dem Genfer Salon. Die schließt fast bündig ab mit dem größeren Display jetzt für das Infotainment-System. Hier ist der Home-Bildschirm, den kann ich mir dann frei konfigurieren. Also ich kann hier diese Widgets, diese Kacheln dann eben entsprechend so anpassen, wie ich sie möchte. Hier haben wir jetzt Navi, Infotainment und Bordcomputer-Angaben. Die Auflösung der Navi-Karte ist auch verbessert worden. Die Grundstruktur des Menüs ist alles gleich, also Ankunftszeit, Kilometer etc. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel die Klimaanlagenbedienung. Die kann ich dann hier einfach wegmachen und habe die breitere Navi-Karte. Kann mir aber eben auch hier die Fahrdaten und Bordcomputer etc. alles aufrufen. Drunter haben wir weiterhin die bekannten Direktwahltasten. Da bekomme ich auch hier direkt durch diese Taste wieder auf Map und die Bedienung der Klimaautomatik. Da hat sich nichts geändert. Auch der Wählhebel für das Doppelkupplungsgetriebe, das ja hier verbaut ist bei Hybrid und Plug-in-Hybrid, ist hier unverändert. Aber hinterm weiterhin bestehenden Dreispeichenlenkrad gibt es auch was Neues, nämlich hier ein voll digitales Display, wo ich dann also hier über diese rechte Lenkradtaste mir dann hier die Mittelanzeige eben auch entsprechend dann hier verstellen kann über Bordcomputerangaben, Navigation, Fahrassistenten, rechts der digitale Tacho und links hier die Poweranzeige. So wirkt der Niro hier im Innenraum. Ja, eine halbe Generation weiter, zumindest als Hybrid und Plug-in-Hybrid. Der Kia e-Niro hat weiterhin das ältere, kleinere Display, das aufgesetzter ist hier auf dem Armaturenbrett. Und da wird er bestimmt und sollte möglichst schnell nachlegen. Also kann man sagen, zum Kia Niro Facelift, außen ist nicht viel passiert, innen dafür umso mehr. Die Technik bleibt aber gleich mit dem 1,6 Liter Motor und der Hybridtechnik. Das war es kurz und knapp vom Messe-Erstkontakt mit dem Niro Facelift-Modell. Ich wollte euch ja eben den Innenraum zeigen und ich hoffe, euch gefällt dieses Format so zwischendurch aus der Hand gefilmt. Lasst mich das doch wissen in den Kommentaren. Daumen hoch, Daumen runter hilft natürlich auch. Und es gibt natürlich bald auch wieder mehr fahrende und ausführlich vorgestellte Autos hier bei autonotizen.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.